Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So mit der Höhle im Hintergrund sieht es wirklich mal aus wie ein Fuchsbau, oder? Leider regnet es irgendwie inzwischen, als wir aufgehört haben, hat es noch nicht geregnet, aber da seht ihr mal, ne, das Wetter ist uns nicht hold heute. Im letzten Part haben wir mit der guten Hexe die Ruine endlich abgeschlossen und sind nun frei, den nächsten Quest zu machen. Als nächstes wäre wohl dran, findet Tamara, die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Ich muss nur gerade mal gucken, was wir noch so für Quests haben. Die wäre Stufe 6, Herren des Waldes wäre auch Stufe 6. Findet die Mumen, aber die, naja, wir machen erstmal die Geschichte hier, glaube ich, weiter. Was haben wir noch an Nebenquests? 7, 11. Rennen können wir noch fahren. Fahren, reiten, ne? Eine Einladung von Keira Metz ist Stufe 6, das können wir auch noch durchführen. Machen wir aber auch später. Ich würde sagen, wir... Was haben wir hier noch so? Das ist auch 6 Monster im Wald. Das kriegen wir wohl hin. Okay. Machen wir aber erstmal tatsächlich das mit Tamara und suchen die mal in Ochsenfurt. So kommen wir auch mal wieder in eine große Stadt. Gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir nur auf der Karte mal gerade gucken, wo das ist und wie weit das weg ist. Ochsenfurt. Oh, ist ein bisschen weit, ne? Ach du meine Güte. Alles klar, aber wir wollen ja nicht alles wegreisen. Somit würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen... Wir könnten zu den Freizeichen gehen, aber da hier direkt ein Boot ist, würde ich sagen, wir nehmen das Boot, fahren mit dem Boot hier hin, können dann hier nämlich auch dieses Brett anschnacken und machen uns dann hier auf den Weg, können vielleicht die zwei Fragezeichen mitmachen. Lülülütz, dann da entlang, da sind auch noch wieder zwei Fragezeichen, drei Fragezeichen sogar. Lülülütz hier durch den Ort durch, hier ist wieder ein Fragezeichen und dann auf nach Ochsenfurt, ne? Dass wir halt ein paar Fragezeichen mitnehmen, sonst werden wir die nie los. Weil stumpf einfach nur Fragezeichen hinterher zu jagen, ist langweilig. Das muss ich einfach sagen, weil das immer das Gleiche ist. Ne? Wenn man das so beiläufig, während man auf dem Weg von der einen Quest zur nächsten ist, macht, ist okay. Aber ich habe das bei meinem Privatspiel schon so gemacht, ich bin dann nur diese Fragezeichen abgelatscht. Und das ist halt doch irgendwie auf lange Zeit hin relativ ermüdend. Aber wir fahren das erste Mal Boot. Sehr schön. Jupp, ihr seht, Geralt kann jetzt Boot fahren. Das Boot hat oben auch so eine Gesundheitsanzeige. Ich weiß zwar nicht, wie das mal kaputt geht. Ich habe noch nie gesehen, dass es kaputt geht. Es scheint aber auch kaputt gehen zu können. Ne? Mal gucken, wann das denn mal soweit ist, dass da was passiert. Bis jetzt habe ich immer nur die Anzeige gesehen, aber es ist nie etwas passiert. Ne? Warten wir mal ab. Da hinten haben wir schon auf so einer kleinen Insel. Da hast du da die Ertrunkenen, ne? Habt ihr Spaß da auf eurer Partyinsel, ne? Ja, ne? Kein Alkohol mehr, wa? Naja. Viel Spaß da noch. An denen heizen wir mal entspannt vorbei. Ganz gemütlich. Das Wetter macht heute nicht mit, ne? Für so eine Bootstour. Muss man ja sagen. Ne, falscher Knopf. Ach, eigentlich dachte ich, ich kann hier schön fahren und während es fährt mir mal eben ein Kaffeeschlückchen reinziehen. Aber nein. Der Fuchs drückt natürlich die falschen Knöpfchen. Ja, das sieht gut aus. Land in Sicht, ne? Oder sowas in der Art. Auf jeden Fall ist die Bäume zumindest. Das sieht doch nach Ufer aus. So. Da wollen wir wahrscheinlich aber nicht ran. Da geht es doch bestimmt noch seitlich. Da ist der Hafen. Siehst du. Da ist auch schon ein anderes Boot. Legen wir direkt vorsichtig und lieb an. Man darf nicht zu hart anlegen, sonst kriegt man Schaden. Tatsächlich. Ist mir gleich das erste Mal passiert. So mit Volldampf. Dachte ich, oh, heiz mal drauf zu. Bootschaden. Dein Boot ist beschädigt. Bei zu großem Schaden sinkt das Boot. Tatsache, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Seht ihr mal, das erste Mal, dass ein Boot bei mir Schaden bekommen hat. Ich bin schon mal mit dem Boot direkt mit Vollgas aufs Ufer zugeheizt, weil ich dachte, das Spiel bremst dann ab oder sowas. Nee, man heizt dann mit Vollgas auf das Ufer zu und das tut weh. Ne? Da habe ich dann Schaden gekriegt, aber nicht, dass das Boot Schaden gekriegt hat. Das habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht war das auch verbuggt oder so. Keine Ahnung. Wurde ja sehr viel gepatcht seit dem Beginn des Let's Plays, muss man ja sagen. Wir sind jetzt schon bei Version 1.6 inzwischen. Mal sehen, wie sich das noch so weiterentwickelt. Inzwischen läuft es aber ganz gut. Was denn? Das Einzige, was ich noch öfter mal habe, ist, dass wenn Leute eine Kiste tragen, dann fliegt die Laufanimation ab. Dann wubbern die Beine durch die Gegend und das sieht ganz strange aus. Also nicht so, wie sich's gehört, sagen wir mal so, ne? Moin Moin, wo hier sowieso gerade ein Händler steht. Können wir die mal schnacken? Geld? Hast ja. du Geld? Ich, ne? Zeig mir mal, was du hast. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Oh, ich habe hier so ein bisschen Schrott für dich. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du auch haben, das auch, das auch, das auch. Das brauchen wir auch nicht mehr. Oh, er hat nicht mehr genug Geld. Das ist natürlich schade. Ich habe hier noch Schrotthandschuhe, die kannst du noch haben. Kannst du dir die auch noch leisten? Ja, Logan, siehst du mal. Er selbst hat nur Schrott, wie ihr seht, da wäre noch ein Sattel. 70 Kapazität, ich glaube, haben wir aktuell noch nicht, ne? Wobei sich das inzwischen auch nicht mehr lohnt. Genau, wie habe ich auf einmal ein sehr großes Inventar. Nichtsdestotrotz sollten wir uns den organisieren, einfach nur um ihn zu haben.
Mal sehen. Ich gucke aber erstmal nach, was wir denn aktuell haben. Nope. 30 Kapazitäten. Na, dann nehme ich doch mal lieber die 70er Kapazität. Moin. Sei gegrüßt. Ja, ich würde dann doch mal gerne eine Waren sehen. Ich würde mir gerne dein... Gib mir mal deine Satteltaschen. Sind das auch Satteltaschen? Zerschlissene Satteltaschen, ja. 70. Nehme ich. Und dann Schüsikowski, ne? Leb wohl. Also rennen. Inventar. Dann nehmen wir mal wieder die Maus. Nee, wo sind sie denn? Da. Zack. Besser ist das. Da seht ihr auch mal den flüssigen Übergang von Controller zu Maussteuerung. Ne? Die Menüs, vor allen Dingen das Verkaufsmenü, steuert sich dann doch wesentlich angenehmer mit der Maus. Ne? Wobei man auch sagen muss, selbst da sind einige Menüs mit der Maus sehr kompliziert zu steuern. Also das hatten sie aber noch nie drauf, das muss man sagen. Aber da kann man auch drüber hinwegsehen. Hm. Ja klar, es regnet ja auch, ne? Aber schön, dass der Dialog sich dem Wetter anpasst. Ich frage mich nur, was mit den Zetteln ist. Da tropft gerade der Regen dran hinab. Ob das so gut ist? Schauen wir mal. Neue Schnitzerei gesucht. Die Schnitzerei von den Herrinnen am Fluss wurde vom Blitz getroffen und ist verbrannt. Jemand muss eine neue herstellen, bevor unsere guten Wächterinnen zornig werden. Wer das Talent hat, nehme einen Meißel und mache sich ans Werk. Der Älteste. Alle sollen es erfahren. Gestern Abend hat Nodrada den Löffel abgegeben. Lange Jahre hat sie auf unser Mitleid gebaut, um Almosen gebettelt und als einsame Witwe ohne Angehörige das ihre eingefordert. Doch es war alles Lüge. Wir gingen hin, um den Leichnam zur Bestattung vorzubereiten, und da fanden wir hinter dem Ofen einen Sack, prallvoll mit Getreide, Erbsen und Bohnen, daneben einen Beutel mit Trockenäpfeln und Pilzen. Wir riefen sofort den Ältesten und Folgendes wurde beschlossen. Das Essen wird an alle im Dorf verteilt und Nodradra bekommt kein anständiges Begräbnis, sondern wird mit einem Stein an den Füßen in den Sumpf geworfen, auf das sie niemals Frieden finde. Dies sei allen ein Zeichen, die auf Kosten anderer leben und Essen vor dem Dorf verbergen und Lügen vorschützen. Sie sind verdammt von Menschen und Göttern. Hat sich da mal eine durchgeschnorrt, ne? Kinderreim. Ohren an Föhren, der Wald, er kann hören, gezeichnete Hand, der Herrinnen Band. Okay. Gezeichnete Hand, das erinnert uns ja so ein bisschen an die eine Geschichte mit der Mutter jetzt von, also der Frau vom Baron, die diese Zeichen auf der Hand hatte. Warnung vor den Nilfgaardern. Hört, hört, gute Leute. Nilfgaarder haben mir einen Besuch abgestattet. Ich soll dem Dorf mitteilen, dass jeder, der den Redaniern hilft, aufgeknüpft wird. Ich wollte ihnen sagen, dass ich hier seit den Zeiten König Mendels keine Redanier mehr gesehen habe, doch es war vergebens. Ich mache ihre Warnung also hiermit per Aushang bekannt. Der Älteste. Auftrag. Vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt, ein Jäger oder Kundschafter, und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zum Opfer gefallen sind. Trifft dies zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, eine Belohnung vom Unterzeichneten. Ehre dem Kaiser, Milan Noran, Kommandant der in Erzdorf stationierten Division. Mann gesucht. Allmächtige Götter, es reicht. Jede Frau weit und breit hat einen Mann, nur ich nicht. Wenn du nicht zu alt und nicht zu hässlich bist, ein Feld bestellen kannst, nicht zu viel trinkst und vor allem eine Frau brauchst, dann komm zu Helanda. Und wir kriegen beide, was wir suchen. Siehst du, so hat man damals das noch gemacht, ne, als es das Internet noch nicht gab. Einfach einen Aushang. Auftrag, das Rätsel der Morde von Kleinweg. Jetzt gucke ich mal gerade nochmal wieder auf die Map. Dass wir uns mal die nächsten Fragezeichen raussuchen. Also hier sind zwei. Da werden wir mal gemütlich jetzt hinreiten. Plötze, wie sieht's aus? Hast du Bock? Jo, du bist ja sogar diesmal gar nicht so ganz kacke gespawnt. Das geht ja sogar mal. So, dann mal los. Auf geht's plötzlich. Erstmal wieder zwischenspeichern. Man weiß ja nie, was einem so im Sumpf begegnet. Was ist denn hier los? Ach, da geht der Weg entlang. Lass uns mal den Weg wiederfinden. Es lohnt sich auf jeden Fall anfangs, auf den Wegen zu galoppieren und zu reiten und auch nicht zu teleportieren, weil viele kleinere Ortschaften mit Wegmarken man sonst einfach nicht findet. Wenn man sich immer von den großen hin und her teleportiert, dann kriegt man manchmal so ein kleines Gubbeldorf mit nur einem Häuschen oder zwei Häuschen nicht mit. Ja, das ist dann immer ganz schade, weil meistens auch da Quests sind. Das sind dann teilweise auch nur ganz kleine Quests mit einer nur ganz kleinen Geschichte, aber man kriegt sie sonst halt nicht mit. So ja. Ist gut. Was haben wir denn hier? Ich guck mir das gerade mal an.
Wenn ich hier schon so verbrannten Kram sehe, wer weiß, ob da nicht irgendwo was Schönes zum Looten liegt. Sieht aber nicht so aus. Ne, hier haben wir einfach nur verbrannt, sonst nichts. Dann mal weiter. Mach langsam. Ja, plötzlich, wir haben es heute nicht eilig, ne? Du kannst wirklich ganz entspannt da an die Sache rangehen. Gar kein Ding. So, da vorne nähern wir uns auch schon unserem Zielort. 66 Meter, da das gleich zwei hintereinander sind, Fragezeichen, würde ich mal davon ausgehen, dass es eine verlassene Stätte und ein Monsternest ist. Speichern wir erstmal zwischen, man weiß nie, wie stark die Viecher sind und holen uns schon mal Quen. Oh, kacke, das war kein Quen. Das ist ein Quen. Ah, sogar einen erwischt da hinten. Sehr gut. Ghoule Level 9, das sollte klappen. Hättest du gerne, wa? Bats, bats. Oh, da kommt schon gleich der nächste. Hättest du gerne. Bei den Ghoulen kann man wirklich gut mit diesem seitlich dran vorbeidrehen arbeiten. So, solange das halt nur einer ist, ne? Wenn da so eine dicke Gruppe am Ankommen ist, wird es meistens immer problematisch. Vor allen Dingen für mich. Ich roll dann gern einfach auch in die Gruppe rein. Ne? So eine Ausweichrolle in die Gruppe ist immer ein guter Plan. Solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ne? Das ist strategisch sehr sinnvoll. Ja, wollen wir mal das Nest kaputt machen? Wir scheinen aber auch noch nicht alle Monster zu haben, sonst wäre die Städte wieder besiedelt. Moin, ne? Hast du dich aus dem Nest getraut? Ja, ne? Kein Problem, ich kümmere mich um dich. Batz, batz, batz. Au, 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 au. Das sieht von den Effekten her halt auch einfach erste Sahne aus, ne? Wenn sowas zerplatzt und so vom Sound her, fühlt sich richtig gut an. Obwohl das eigentlich nicht gut ist, wenn da was zerplatzt. Und die Stätte ist auch wieder besiedelt. Seht, da habt ihr wieder gleich einen Wegmarkenpunkt gefunden und einen, meistens ist da ein Händler oder einen Schmied oder sowas. Ja, sieht ja glücklich aus, so. Haben wir gut gemacht. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. 120 Erfahrungspunkte und es ist mal nicht Nacht. Sonst wird das meistens aus irgendwelchen Reasons immer Nacht. Keine Ahnung warum. Regt mich dann immer auf, muss hier erstmal wieder meditieren. So, was haben wir denn hier so? Ein Ring. Okidoki. Mo. So. Da ist auch schon der Kaufmann, von dem ich gerade sprach. Alles da. Gucken wir uns mal gerade in den Hütten um, wenn wir da reinkommen. Hier gibt es nur Gänse. Ich glaube, im Gänsestall werden wir nichts Tolles finden. Hier vielleicht irgendwas. Da ist eine Kiste immerhin. Jo, mit zwei zerbrochenen Rudern drin. Da kann man natürlich richtig was mit reißen. Hier drin vielleicht noch irgendwas. Jo. Was siehst du, da ist immerhin eine Kommode. Sonst noch irgendwas? Bettchen. Ne. Nicht viel los hier drinne. Aber wir nähern uns, wenn ihr mal oben guckt, bei der XP-Anzeige dem nächsten Level ab. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir mal wieder auf die Weltkarte gucken. Und uns das nächste Fragezeichen aussuchen. Da wir ja in diese Richtung müssen, würde ich sagen, gehen wir dahin, ne? Da das mitten in der Wicken ist, weiß man nie, wie heftig das wird. Also, normalerweise kann man immer davon ausgehen, alles, was sich so im Bereich der Questlinien bewegt, also wenn wir von einem Ort zum nächsten Quest wandern und machen die Fragezeichen dazwischen, dann ist das eigentlich leveltechnisch immer so auf unserem Niveau. Manchmal kann man aber auch richtig auf die Fresse fallen und dann steht man da plötzlich einem Level 36 Greif gegenüber. Der hilft dann auch nur noch die Flucht oder verrecken, wenn man zwischengespeichert hat oder so. Ne? Also ich speichere deswegen meistens immer, nachdem ich irgendwas erreicht habe, speichere ich meistens zwischen. Oh, da ist auch schon wieder irgendwas. Weil man nie weiß, was als nächstes in der nächsten Ecke ist. Eine Open World halt, das soll ja auch so sein. Was ist los? Sieh an, wir haben einen Kunden. Was verkauft ihr denn Schönes? Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Voll das Klischee hier, ey. Dann bist du tot. Ist dem so. Na, dann versuch doch mal mein Geld zu kriegen, ne? Ich versuch's mal. Siehst du dieses Medaillon? Wir versuchen es erstmal ohne Gewalt, ne? Siehst du dieses Medaillon? Boss! Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten keinen. Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir es nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages. Keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden.
Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Ja, danke schön. Siehst du mal. Man kann es auch friedlich lösen. Boss. Bei meinem Privatspielstand war ich hier auch schon und habe das nicht friedlich gelöst. Ich habe das nicht gesehen, ich habe einfach schnell geklickt. Und dann macht man sie halt fertig. Und es ist meistens, muss ich aber sagen, witziger, die Sachen friedlich zu lösen. Ach guck mal, wir wollten noch nicht mal darüber. Hättet ihr sogar unnötig, dass ihr uns angequatscht habt. Hättet ihr euch echt sparen können. So, auf durch die Wicken hier. Da sind auch schon ein paar Ertrunkene, das macht immer Freude. Langsam. 125 Meter, die kann ich auch laufen. Kümmern wir uns ein bisschen um das Geschmeiß da. Ertrunkene sind immer so eine Sache, ich weiß nicht, da habe ich immer Pech mit. Weil die einen so anspringen, da kriege ich das Ausweichen nicht gut hin. Wow. Ah, das ist nicht gut. Ich sag's ja, ich krieg's nicht gut hin. Also erstmal ein bisschen. Hättest du wohl gerne. Wenn das nur einer ist, kein Problem, ne? Aber bei Gruppen, vor allem bei Ertrunkenen, weil die alle einen immer anspringen, wie so Bekloppte, habe ich echt Probleme. Dabei sind das eigentlich relativ einfache Gegner, das ist ja das Witzige, ne? Normalerweise hat man mit Ertrunkenen gar keine Probleme, zumindest in den alten Teilen nicht. Das war Ertrunken, hallo? Das ist, nix ist das, ne? Aber das sind für mich, sind das hier härtere Feinde, muss ich sagen. Auch so ein Rudel Wölfe, nachher später sind Wölfe nicht mehr schlimm. Also wenn wir erstmal ordentlich gelevelt sind, ne, dann ist so ein Rudel Wölfe kein Problem. Komm schon, Geralt, ein bisschen schneller jetzt. So, ja, da einfach von hinten in den Röcken, dann läuft das. Au, 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 was ist da los? Wo ist mein Quen? Zack, und noch einen rauf hier. Oh, den letzten kriegen wir auch noch. Bam, und Stufe 8. Da hat sich doch unsere Qual mit den Ertrunkenen hier gelohnt. Siehste. Sonst hier noch irgendwas? Hat sich voll jetzt nicht gelohnt, wa? Egal. Da fliegt die Leiche noch weg. Also ich wollte irgendwas erzählen, hab vergessen was. Wisst ihr Bescheid, ne? So, ich guck mal kurz, was unser Charaktermenü so hergibt und muss mal nebenbei auf die Uhr gucken, weil ich gesehen habe, dass ich meinen Timer auf 1 Stunde und 19 Minuten gestellt habe. Natürlich ziemlich dämlich. 2 Minuten haben wir noch, da geht noch was. Ich muss das noch ein bisschen im Auge behalten. Gehen wir nochmal auf unser Quen hier, wenn wir schon dabei sind. Zack, dann haben wir das auch voll. Dann haben wir aktuell erstmal alles, was ausgerüstet ist, voll. Ach, guck mal, wir haben einen neuen Slot. Blöd, hätte ich das gesehen vorher. Ja, egal, ist nicht so schlimm. Dann meditieren wir noch kurz. Ein Stündchen. Dann sind wir auch wieder völlig hergestellt. Du kannst das jetzt nicht tun. Was denn? Speichern einmal kurz. Und machen uns dann auf zu dem, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich dem Fragezeichen. Das sind noch 61 Meter. Wird wahrscheinlich ein Monsternest sein, gehe ich mal von aus. Oder ein bewachter Schatz, das meinte ich. Da siehst du. Oh, holy shit. Okay. Let's do this. Da habe ich aber ein bisschen Angst, ne? Welches Level? Oh, holy Kacke. Wir versuchen es mal. Ich habe ja gespeichert. Au, Kacke. Oh, shit, ne. Das wird noch nichts, Leute. Okay, man kann das schaffen. Also ich sag mal so, man kann das schaffen, durchaus. Ich habe den bei mir auch besiegt, da war ich noch unterlevelt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Und wie gesagt, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad wäre das jetzt mit ein bisschen geschickten Ausweichen wäre das kein Problem. Aber man muss einfach auch sagen, das Ding ist jetzt halt mal zu schwer, da gehen wir dann jetzt halt erstmal dran vorbei. Ist genau das, was ich gesagt habe. Auf dem Weg müsste normalerweise eigentlich alles relativ mit dem Level sein, das wir auch haben. Aber ihr seht, es gibt Ausnahmen, manchmal hat man halt Pech. Und jetzt hatten wir halt mal Pech. Muss man sich nur merken, dass wir das Fragezeichen erstmal auslassen. Holen wir uns einmal Plätze. Da ist sie auch schon. Und reiten dann einfach Gen Questmarker. Los, los. Jo. Auf geht's. Da will ich mich auch gar nicht erst mit versuchen. Da kommen wir einfach wieder, wenn wir das entsprechende Level haben. Man kann sich da, wie gesagt, wenn man das gut kann und das Kampfsystem richtig drauf hat, ich hab's einfach nicht richtig drauf, muss ich sagen. Ich krieg das nicht so hundertprozentig hin, vor allem mit dem Ausweichen und so. Ist nicht so meins. Macht Spaß, das Kampfsystem. Also mir macht das auch Spaß, wenn ich mal aufs Maul kriege, ist gar kein Problem. Deswegen spiele ich auch gerne Duck Game. Aber wenn man es richtig drauf hat, kriegt man das hin. Also mit geschicktem Ausweichen und so kann man das durchaus schaffen. So. Dann sind wir jetzt hier. Können wir erstmal wieder dem Weg folgen. Ich guck mal gerade auf dem Weg jetzt nach Ochsenfurt. Wo müssen wir denn hin?
Nein, nicht zu weit. Das wäre hier oben. Dann können wir eigentlich... Hier so ein Wasserfragezeichen, das ist mal nervig. Das war das Vieh. Dann gehen wir mal noch in den Ort hier, holen uns da das Anschlagsbrett. So ist gut. Jo, da müssen wir, glaube ich, nur dem Weg hier folgen. Mehr ist das nicht. So, was sagt die Uhr? Na, Timerchen. Oh ja, wir sind über der Zeit. Sogar schon eine Minute drüber. Böse, böse, böse. Dann machen wir jetzt hier erstmal kurz einen Break. Geht dann gleich weiter mit dem nächsten Part. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.